Billard wünscht gute Unterhaltung bei Jacobo Müller, Late Service Public. Meine Damen und Herren, Viktor Jacobo und Mike Müller. Dankeschön. Schönen Applaus. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, gestern Abend, es war ein trauriger Abend. Aber wie die Schlagzeile von heute doch sagt, für uns alle ist Anna nach wie vor Nummer 1. Also wenn man von hinten zählt, natürlich, oder? Trotzdem, unsere absolute Nummer 1 hier bei der Sendung ist natürlich wie immer aus Willisau, Kanton Luzern, Fräulein der Capo. Mit dem hättest du abgeräumt, du, in Düsseldorf. Ehrlich. Nein, also, wie gesagt, wir sind gar nicht so gross darauf angewiesen, nein, auf die Ausländer. Ich meine, wir lassen uns doch von diesen Ausländern nicht sagen, wer wir sind. Wir genügen uns selber. Wir haben uns alle selber auch gern in diesem Land. Selbst bei den Parteien ist das fängen so. Da sehen wir ein Beispiel von der SVP und der CVP. Und bevor Sie sagen, bevor Sie behaupten, dass sie sexistisch, müssen wir Ihnen sagen, wir wissen ganz genau, die Kuh hat das selber wollen. Ist es so? Ist es so? Ist es so? Offensichtlich. Oder? Ich meine, die Schweiz hat ja eigentlich in Düsseldorf gar nicht so schlecht abgeschlossen, nein, mit 19 Punkten. Die Engländer haben es zu sagen. Also die Engländer haben den Schweizer Beitrag gut gefunden. Gut, das sind die gleichen Leute, die auch warmes Bier gut finden. Was ich nicht so verstanden habe, ist, dass wir von den Deutschen keine Punkte bekommen haben. Ja, das ist doch klar. Die können doch gar nicht abstimmen. Die sind ja alle da bei uns im Land. Wir wollen die abstimmen. Also, nein, ich meine, was da passiert ist, ehrlich, das ist einfach genau das, wo wir immer gewarnt werden davon. Nämlich, fremde Richter bestimmen über etwas total Schweizerisches, oder? Alles Ausländer? Ja, alles Ausländer. Die sollen doch zuerst mal Tore putzen, die, genau, Ausländer. Genau. Und ich muss also sagen, ich habe den Schweizer Beitrag sensationell gefunden. Echt? Ja. Ich habe wirklich, die Frau hat das so super gemacht, mit ihrer Präsenz. Sie hat super ausgesehen. Toll. Und ich würde sagen, Mike, das schauen wir uns doch gerade noch mal an. Bist du gut? Der Schweizer Beitrag. Good evening, Cécile Wähler. Good evening, Düsseldorf. Hi, Anke. Bern calling. Ist doch super gewesen. Wirklich gut. Hey, und für das haben wir nur so mickrige 19 Punkte bekommen. Also. Bern calling. Hey. Wenn die Anna Rossinelli so weitermacht, kann sie eines Tages noch das Wetter moderieren. Musst du schauen. Ja, aber sicher. Und zwar auf einem Hochhaus. Ja. Ja. Also weißt du, eine Wettbewerbssendung wird weiter gesendet, aber so eine tolle Mr. Schweiz-Wahl wird abgesetzt von dem Sender. Das verstehe ich einfach nicht. Das ist der einzige Contest, man sicher kann sein, am Schluss gewinnt ein Schweizer, oder? Hallo? Ja, hallo? Und das setzen sie dann ab. Gut, ja, es ist für uns Männer ein bisschen entwürdigend, die Sendung. Es werden hier Rollenbilder vermittelt, Männer, ja, die Beine rasieren, Augenbrauen, ja, zupfen und, ja, gleich müssen auf heterosexuell, ja, machen. Das finde ich. Ich fühle mich in meiner inneren Männlichkeit, ja, immer sehr, ja, sehr gestört. Ja. Ja. Also, unangenehm ist es natürlich auch für unsere Kollegen von Glanz und Gloria, oder? Die haben ja mal 3 Monate von dem Anlass gelebt, ja, von dem ist der Schweizwahl, oder? Ja gut, wir auch. Wir auch zum Teil. Das muss man, aber es hat ja auch toll, ich meine, es hat ja hervorragende Showszenen gegeben. Ja. Bei dieser Mr. Schweizwahl, also Tanzszenen, unglaublich, also erinnern wir uns. Also vor der Mr. Schweizwahl hat noch gar niemand so getanzt, oder? Das ist ein Trend, der gesetzt worden ist. Nicht? Selbst in Aserbaidschan wird heute so getanzt. Dort
Der Nurejev aus dem Ziegerschlitz. Ne? Ja, ja. Gut, jetzt will das SF die Mr. Schweizwahl nicht mehr übertragen. Aber die Organisatoren von der Mr. Schweizwahl sind bereits mit diversen Radiostationen im Gespräch. Ja. Also es ist noch nicht alles verloren. Nein. Jetzt hat es heute ein paar Abstimmungen, kantonale Abstimmungen. Mhm. In Basel und in Zürich hat man darüber abgestimmt, ob Kinder im Kindergarten sollen Mundart oder Schriftdeutsch reden sollen. Das ist angenommen worden in Basel und in Zürich. Also, die Kinder müssen dort Mundart reden. Wir tun da vor allem die Basler Kinder leid, die den Basler Dialekt machen. Das ist schwierig für dich. Aber. Das ist ja ein Dialekt, der schon tönt, wie wenn es Ritalin schon drin hätte. Ja. Ja, schwierig ist natürlich einfach, dass jetzt auch vermutlich eine grammatikalische Kenntnis von den Kindergärtnern verloren geht. Weil das Hochdeutsche ist ja in gewissen Sachen viel genauer, nicht? Gerade in der Verwendung der Zeiten. Ich gebe ein Beispiel. Ich ficke deine Mutter, du ficktest meine Mutter oder vollendete Zukunft, Futur 2, sie werden ihre Mütter gefickt haben. Ja. Das ist in Zukunft nicht möglich. Die künftigen Generationen werden das später müssen bewältigen. Ja. Aber wenigstens sind wir sicher, dass es überhaupt zukünftige Generationen wird geben. Guten Abend miteinander, Ui Hans-Peter. Heutiges Thema: Schwangerschaft im Wahlkampf. Beim Nicolas Sarkozy ist eben nicht klar, ob nicht für eure Franzosen im Herbst noch mal wählen wollen. Darum wäre günstig, wenn jetzt eine Carla Biojuni schwanger wird. Oder? Macht sich natürlich gut bei so einer Bohnenstange. Am Sarkozy seine Chancen steigen um 5%, wenn sie ja offiziellen Anlässen so mit einem Buck rumsteht. Jetzt, was heisst das für den Wahlkampf in der Schweiz? Muss jetzt jeder National- und Ständejahrat, wenn er da spät am Abend heimkommt, nach einer anstrengenden Wahlkampfveranstaltung, jedes Mal noch die Mutter kehren? Weil das Prinzip gilt nur bei den männlichen Kandidaten. Bei den Kandidatinnen ist es unterschiedlich. Pascal Wollt ja schwanger in Ständerat, da in den Verein. Ursula Weiss will nicht mehr in Ständerat, obwohl der Kindsvater der Parteisekretär ist. Und Jasmin Hutter will von Politik gar nichts mehr wissen und nur noch schwanger sein. Knapp wird es im Herbst auf jeden Fall für Wittmer Schlumpf und Schneider jammern. Er hat ja mal auf Fähdoktor studieren. Er müsste ja auch so wissen, wie es geht, aber mit sehr viel wenig Pfupf im Viertel, weisst du nicht. He? Und bei Wittmer Schlumpf ist es Alter. Mit Chemie kannst du heute auch nicht alles machen. Das sieht man ja bei ihren Haaren. Eine Kombination von diesen beiden wäre natürlich die Lösung. Oder? Also jetzt nicht, was ihr denkt. Zwischen denen läuft sicher nichts. He? Entweder tun sie gemeinsam der Martin Bäumle adoptieren oder der Schneider Jammann dreht ein Ei von der Wittmer Schlumpf aus. Fertig. Es immer noch Debatten um die Ausländerpolitik und die wird jetzt langsam ein bisschen hässig. Also wenn man heute sieht, die Schlagzeilen im Blick, da droht doch der Herr Blocher Frau Sommaruga auszuschaffen. Das ist ein Missverständnis. Das der Herr Blocher ist nicht einverstanden mit der Frau Sommaruga wegen der Ausländerpolitik. Aha. Und wir brauchen jetzt einfach klare Regeln bei der Zuwanderung. Zum Beispiel dürfen nur noch Leute aus Ländern kommen, die uns beim Eurovision Song Contest auch Punkte geben. Ja, genau. Und dann machen wir wirklich klare Regelungen, also zum Beispiel bei diesen Flüchtlingen oder bei all diesen Leuten, die von Süden her kommen, bevor sie in die Schweiz kommen, müssen die zuerst mal ein Schwinswürstchen essen. Oder? Schwinderli gehört zu unserer Leitkultur. Genau. Da sieht man gerade schnell, wer ist ein Moslem und wer ist Schwinnigs. Dann haben wir schon mal ziemlich vieles gelöst. Und dann könnte man doch ein Frühwarnsystem einrichten. Man redet ja von einer Flüchtlingswelle, nicht? Und ein Tsunami ist eine grosse Welle. Tsunami haben die international, haben die Staaten eine Tsunami, eine Warnung haben sie aufgebaut, oder? Also da könnte man zum Beispiel, könnte man die alten, hässigen Rentner von der Auns, oder? Könnte man praktisch als Warnbäue ausstatten, oder? Sagen wir mit einer Signalflagge, mit einem Megafon und die um die ganze Schweiz herum anstellen. Gut, man muss dann schauen, dass sie alle ihre Prostatamedikamente genommen haben, oder so. Ist dann immer einer am Seichen, das geht. Ja, gut.
Wenn jetzt aber die Flüchtlingswelle trotzdem übers Land schwappt, muss man schauen, was macht man mit diesen Leuten. Da längen auch die Stauräume für die Lastwagen, die wir am Gotthard haben, längen nicht. Am gescheitsten wäre, man würde für die einen eigenen Kanton schaffen. Das müsste natürlich ein Gebiet sein, das sich für das eignen würde. Das kann eigentlich nur Wil St. Gallen sein. Ja, da kann man ja nicht mehr viel versichern. Nein. Also, wir haben noch ganz eine traurige Mitteilung aus der Politik. Es hat uns auch fast ein bisschen gerührt. Ja. Man hat Mitleid gehabt, gell? Die CVP hat wählen, auf dem Rütli eine politische Veranstaltung abhalten. Ihr ist das verboten worden. Nicht? Sie haben dann gesagt, okay, wenn ihr uns das verbietet, dann gehen wir trotzdem dort hin und tun dann auf dem Steg, auf dem Landesteg, tun wir die Veranstaltung abhalten. Die CVP Schweiz mag incorporate auf den Steg mittlerweile, natürlich, das ist klar. Also wie gesagt, man darf keine politischen Veranstaltungen abhalten auf dem Rütli, natürlich mit Ausnahme am 1. August. Dort hält jedes Mal ein Bundesrat eine Rede vor einer Horde Neonazi. Das geht. Ich habe sowieso nicht verstanden. Bitte. Ja, ich weiß nicht. Ich verstehe nicht genau, wieso die CVP aufs Rütli hat wählen. Das ist ja für sie nicht so gut, weil bei den drei Eidgenossen seiner Zeit, das waren ja eigentlich vier gewesen, oder? Aber der vierte war eben ein CVPler gewesen. Und dann haben sie hier schon vor dem Schwur abgewählt, oder? Und wieso sie jetzt da wieder dort hin wollen, also ist mir nicht ganz klar. Es ist ja ein bisschen, die stehen so dort rum. Also wenn man neu mal Lokalverbot bekommt, ja, oder, geht man nicht vor die Haustür an und geht rumlungern, oder? Es ist so ein bisschen, wie wenn einer irgendwie in die Ferien geht, zwei Wochen Malediven, und er fliegt dorthin und bleibt zwei Wochen auf dem Flughafen dort. Ja, es ist ein bisschen. Gut, die einzige Ausnahme für die CVPler jetzt dort auf dem Schiffsteg ist die rauchen wollen. Dürfen schnell aufs Rütli gehen, Sigi rauchen, müssen aber sofort wieder zurück. Ja. Also gut, die CVP hat natürlich dort vor dem Steg, sie kommt ja mit dem Schiff dort an, ja, das ist ja klar, oder? Muss sie noch aufpassen, dass keine somalische Piraten dort sind, oder? Und unsere ganze CVP kidnappen, oder? Und da müssten wir dann Lösegeld zahlen. Also das wäre wahrscheinlich um die 25 Franken für die gesamte CVP. Ungefähr, oder? Also man muss sich ja vorstellen, wie dann das Schiff mit der CVP dort anfährt, vorne innen im Bug steht der Darbele und sagt, I'm the king of the world! Und wenn er hinterher schaut und sieht seine CVP-Schöfli dort hinten, wo alle wollen, zu der SVP übertreten, sagt er, keine Ratte verlässt das sinkende Schiff. Ja. Falls es dann sinkt. Und wenn das Schiff sinkt, spielt Bordkapelle näher, mein Gott, zu mir. Wobei, das ist ja eigentlich für die CVP kein Problem. Was ein rechter Christ ist, kann übers Wasser laufen. Ja, das ist richtig. Also, wir haben nach einer kleinen, kurzen Abwesenheit haben wir ja bei uns wieder das Fräulein da Capo. Sie war ja am letzten Sonntag beim Privalo gewesen. Übrigens, ja. Wie war das gewesen? Was hat es dort gegeben? Pastetli. Hey, super, wir gratulieren, Pastetli. Hey, wow. Also, die grosse Pastetli-Gewinnerin 2011 vom Privalo, Fräulein da Capo. Du lass ich an ein Problem. Du hast mich erschaffen und den schönen Garten auch und die total witzig Schlange dort am Baum. Aber ich bin irgendwie nicht so glücklich, wie ich sollte sein. Mir ist langweilig und ich habe das Gefühl, es fehlt mir etwas da im Paradies. Ja gut, sagt Gott, ich bastle dir mal, aber den musst du behalten. Da fragt die Eva gewundrig, was ist ein Mann? Und Gott fängt mit erklären an. Ein Mann ist ein Geschöpf mit Schnäbi und ein Hirn hat er, wie du auch. Manchmal braucht er das eine und manchmal das andere und er passt zu dir als Frau. Noch bevor die Eva hat können fragen, was
denn es Schnäbi sei. Seit Gott, ich fang grad an mit Bauen, muss noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Leister, ein bisschen Draht und eine Zange haben. Ein Mann ist eigentlich einfach zu lesen, man stellt sich gern dumm. Und das ist schlau. Er tut das Leben lang, Kind, vor allem wenn er sauft und er schaut gern, da spiele ich mit dem Ball. Ein Mann ist ein Geschöpf mit Schnäbi und ein Hirn hat er, wie du auch. Manchmal braucht er das eine und manchmal das andere, aber nie beide synchron. Er ist strebgesteuert und beziehungsscheu und führen kann er auch. Er ist nicht allzu heikel und so wird er dich nehmen, selbst als Prototyp, Hauptsache Frau. Aber du musst mir versprechen, dass du ihm nicht sagst, dass ich dich zuerst gemacht habe. Das wird sein Ego treffen und nur mit riesen Ego ist er ein richtiger Mann. Okay, wir haben den Deal, hat Eva gesagt. Und das Geheimnis behalten, das kann ich auch. Und so bauen wir den Typ. Und ich verspreche dir Gott, es bleibt unter uns von Frau zu Frau. Herzlichen Dank. Und wir kommen jetzt zu etwas in eigener Sache. Es ist ein sensationelles Produkt auf den Markt gekommen. Und zwar ist das eine DVD. Das ist so etwas wie eine moderne Floppy-Disk, hat man mir erklärt. Aber das ist eine DVD, die einen Ausschnitt hat über die, von der Sendung Jacobo Müller. Und darum heisst die DVD auch Jacobo Müller, oder? Das Produkt ist... Jacobo Müller? Nein, Jacobo Müller? Ja. Also, lege ich also Wert drauf. Ja, klar, okay, gut, ja. Also, das Produkt ist auch sehr günstig. Ja. Die DVD kostet 26,90 Franken. Und wenn man zwei kauft, kostet sie nur 53,80. Super! Perfekt! Und in jeder Reihe hat es ein Loch. Das ist ein bisschen sexistisch. Nein, das war nicht sexistisch gemeint. Das hat ein Loch. Total der Name. Das muss man nicht in. Also. Und die bringt man ganz ring raus. Und Victor langsam. Ja, es so. Ist sehr intelligent. Ja. Genau. Und hinten rein, da vorne ist sie bebildert mit Jacobo Müller. Und da hinten hat es wie ein Spiegel. Ja. Und sie hat auch eine stabile Schutzhülle mit noch ein bisschen Plastik drumherum, also Spritzwasser geschützt. Man kann sie also in die Wildnis mitnehmen und so weiter. Und wie gesagt, kostet sie 26,90 Franken. Das zahlt ihr für etwas, was ihr eigentlich schon mobil angezahlt habt. Ja. Sehr gerne. Ja, genau. Obwohl wir ja jetzt zu einem sehr eigentlich ernsten Thema kommen. Offenbar ist herausgefunden worden, und zwar nicht von irgendeinem, sondern von einem Aargauer Grossrat, der heisst Andreas Glarner. Ist auch nicht leicht für ihn, oder? Ist Aargauer, heisst es Glarner. Der hat herausgefunden, dass offenbar Kantonsschule Baden ein Hort ist von Prostitution und Drogensucht. Das heisst, er hat gesagt, dass an dieser Kante junge Frauen sich prostituieren, um dann nachher teure Markenkleider sich beschaffen. Ich weiss nicht, ob er sich da ein bisschen geirrt hat. Oder möglicherweise ist der Herr Glarner aus dem Aargau auf Zürich gefahren und ist am Silge entlang gefahren. Und dann hat er gedacht, da sind so viele junge Frauen mit Markenkleidern. Das und muss eine Kantonsschule sein. Da. Und wieso reden die jungen Frauen so schlecht Deutsch? Das ist doch komisch. Ja. Vielleicht hat er sich auch aufgeregt und hat gedacht, wieso geben die das Geld für Markenkleider aus? Die sollen doch auf einen eigenen Salon her sparen. Aber sicher. Und ich meine, er war ja ein Opfer. Nicht? Ja. Ein Presseopfer. Eine Schülerzeitung von der Kante Baden, also so ein ganz giftiger Kante-Schuljournalist, nicht? Hat ihn befragt zu dem. Und der Herr Glarner hat gesagt, also er hat das nur gehört, er hat keine Beweise. Anscheinend zeigt das so. Nicht?
Ja, also. Anscheinend hat man hat ihm das zugetragen, oder? Und ein bisschen Recht geben müssen wir ja am Herrn Garner, ja. Wirklich. Weil uns ist auch anscheinend das Bild eventuell ohne Beweis zugetragen worden, wie der Turnunterricht aussieht in der Kante. Das ist natürlich. Das ist also wir haben da keinen Beweis. Wir haben keinen, es ist uns einfach zugetragen worden, ja. Natürlich, oder? Und da müssen wir am Schluss noch sagen, Herr Glarner, uns ist auch zugetragen worden, also wir haben da keinen Beweis, uns ist zugetragen worden, Sie sagen ein bisschen ein Depp. Ja. Anscheinend. Aber wir haben anscheinend, ja, aber wir haben keinen Beweis. Beweis. Nein, wirklich keinen Beweis. Wir haben keinen Beweis. Also gut, und jetzt kommen wir ein bisschen zu der Philosophie. Das ganze Mystische in der Religion hat mich fasziniert. Mhm. Und man hat mir auch schon gesagt, wenn ich rede, und kürzlich bei einer Fahnenweihe im Obergoms, wo auch Abt Martin Werlen dabei war, sollte ich, weil ich Fahnenpate mit ihm war, sprechen. Am Schluss hat dann im Zeitungsbericht gestanden, es war eher eine Predigt. Das ist natürlich, wenn man im Kindergarten nur Mundart hat, oder? Ja. Kommt dann das raus und eigentlich eben die Schriftsprache erst im Obergums bei der Fahnenweihe lehrt, oder? Das ist, hoffentlich wird er wiedergewählt und nicht der Mutsinn hier aus Katar. Ja, genau. Also, wir kommen jetzt zu einer kleinen Abwechslung, wo wir uns besonders darauf freuen, weil es kommt nämlich unser künstlerischer Gast. Er kommt aus Deutschland. Wir verfolgen ihn schon lange, wir finden ihn schon seit mehrere Jahre lustig und ihr wahrscheinlich auch, weil er ist an einem grösseren Fernsehpublikum bereits bekannt. Er gehört nämlich zu der Crew und auch zu allen Produktionen von Bulli Herbig. Und er ist heute Abend hier bei uns. Er heisst Rick Cavanian. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ich komme gerade direkt aus New York. Ich muss dazu sagen, ich liebe es zu reisen und ich liebe vor allen Dingen New York. Für mich ist es wunderschön, in New York, in Manhattan, auf der Upper West Side spazieren zu gehen. Upper West Side deswegen, weil heutzutage findet man noch auf der Upper West Side Hotdogs zu einem Dollar. Und ich hatte mir schön meinen Hotdog gekauft zu einem Dollar mit Ketchup. Und plötzlich fing es an zu regnen und ich denke mir noch, zu Fuß jetzt ins Hotel zurück ist blöd, hältst du dir mal besser ein Taxi auf. Taxi kommt direkt neben mir zum Stehen und der Taxifahrer, ein typischer New Yorker Taxifahrer, und zwar ein indischer Landsmann, sind auch hier bekannt, mit einem wunderschönen türkisfarbenen Turban. Und ich steige hinten ins Taxi ein mit meinem Hotdog und ich denke mir noch, komm Rick, halte deinen Hotdog so Richtung Rückspiegel, damit der Taxifahrer auch gleich erkennt, du hast jetzt nicht vor, bei ihm im Taxi Hotdog zu essen. Und noch bevor ich überhaupt diesen Gedanken zu Ende gedacht hatte, sagt der Taxifahrer zu mir, Sir, I'm terribly sorry, but you are definitely not allowed to eat the hot dog in my taxi. Sir, nein, ehrlich, Sir, please, I swear. Ehrlich, I promise I will not clacker with the hot dog, ehrlich. Sir, how many of them times do I have to tell you, I cannot take you directly to the Empire State Building if you intend to eat the hot dog in my taxi. You need to put the hot dog away now. Jetzt warte halt einmal, George. Na, George habe ich nicht gesagt. Mein Name ist George, ich fahre Taxi in New York. Nein, auf jeden Fall, ich hab irgendwann zu ihm gesagt, Sir, bitte, lieber, dear Mr. Indian Taxi Driver, ohne einen einzigen Vokal, weder im Vor- noch im Zunamen, achtet bitte drauf, solltet ihr irgendwann in New York sein und mit einem indischen Taxifahrer unterwegs, achtet bitte auf die Schreibweise seines Namens, weil fast alle schreiben sich in etwa so. Rappadabam. Badabadam-bam-bam. My heart beats like a jungle drum. Rappadabam-badabadam-bam-bam. Und entschuldigt bitte, wenn ich abschweife. Danke. Ja. Vielen Dank. Entschuldigt bitte, wenn ich abschweife, aber ich glaube, dass genau so die schöne Emiliana Torini zu ihrem Welthit My Heart Beats Like a Jungle Drum gekommen ist. Ehrlich, ich glaube, die war irgendwo in Neu-Delhi unterwegs, hat schön Ayurveda gemacht und nach dem Ayurveda denkt sich die schöne Emiliana, ich muss zurück ins Hotel, aber warum zu Fuß, wenn nicht mit dem Taxi? Nur statt im Taxi kam plötzlich er und zwar auf dem Moped, Mr. Rappadabam-badabam-bam-bam. Das nur, wie wir momentan in Deutschland gerne sagen, als kleine Fußnote.
Zurück zur eigentlichen Geschichte. Mein Taxifahrer damals in New York, so hatte ich zumindest den Eindruck, der war irgendwann genervt von mir. Der ist nämlich vorne bei sich ausgestiegen, kam zu mir nach hinten, hat mir allen Ernstes meinen Hotdog aus der Hand genommen, ist vorne bei sich wieder eingestiegen, hat das Hotdog auf den Beifahrersitz gelegt und hat es angeschnallt. So sind wir also mit angeschnalltem Hotdog Richtung Empire State Building gefahren. Und dort angekommen stand sozusagen final auf dem Taxometer genau 5 Dollar. Und ich denke mir noch, komm, nach der Aktion gibt es definitiv kein Trinkgeld mehr, also gebe ich dem Taxifahrer einen 5-Dollar-Schein. Was macht jetzt aber dieser indische Taxifahrer? Er gibt mir allen Ernstes einen 1-Dollar-Schein zurück und sagt, thank you very much for the hot dog. Ja, danke schön. Vielen Dank. Wie gesagt, ich liebe es zu reisen und ich liebe vor allen Dingen auch Spanien als Land, vor allen Dingen da die Insel Ibiza. Und ich hatte das Vergnügen, dieses Jahr wieder nach Ibiza fliegen zu dürfen. Und ich liebe es wirklich, ich liebe es bereits, nachdem ich gelandet bin, ich nehme mir einen Leihwagen, mache die Fenster runter, schalte spanisches Radio an und es geht gleich los mit Radio con nosotros, Kise FM 96.6, la mejor música sin interrupciones, featuring Wally López a Discoteca Space, Space, Space. Sábado a las 8, be there or be square. Ja, nun, wie gesagt, ich liebe, ach, nicht deswegen. Ich liebe die Sprache, ich kann mir nicht helfen, allein schon wie die Spanier ihre Fluggesellschaft aussprechen. Ne? Ich meine, geschrieben sieht Iberia lasch aus, wir Deutschen sagen ja auch immer Iberia. Aber der Muttersprachler sagt nicht Iberia, der sagt Iberia. Ich kann mir nicht helfen, ich liebe einfach die Sprache. Wobei, ich muss dazu sagen, es wird mit dem Reisen nach Spanien, nach New York immer schlechter für mich, immer schwieriger. Und das hängt wirklich mit dem Thema Flugangst zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je älter ich werde, desto schwieriger wird es mit der Flugangst. Ja. Und Flugangst geht ja noch, aber was schwierig ist, wenn Flugangst in einem das sogenannte Angstwässerle hervorruft. Ich weiß nicht, ob ihr mit Angstwässerle vertraut seid, das ist jetzt aus Deutschland, speziell aus Baden-Württemberg, die Gegend um Stuttgart rum. Und Angstwässerle würde man es ins Hochdeutsche übersetzen, stünde wahrscheinlich als Definition daneben. Angstwässerle, flüssig gewordene Furcht im Schritt. Ja, es ist ein interessantes Phänomen. Und ich muss ehrlich gestehen, nachdem ich heute in Zürich bin, ich konnte es mir nicht verkneifen, ich hatte letztes Jahr einen Auftritt in Winterthur und da wollte ich natürlich wissen, wie sagt man denn als Pendant auf Schweizerdeutsch zu Angstwässerle? Und da kam allen Ernstes aus dem Publikum, Angstbründerli! Das fand ich so großartig, Angstbründerli, dieser grenzenlose Schweizer Optimismus, oder? Immer mehr strahlig nach oben. Endlose Liquidität, dafür liebe ich die Schweiz, Dankeschön! Mitbringen. Gute Nacht. Und der Richard Wengen ist im nächsten Herbst auf Schweizer Tournee und gastiert zum Beispiel am 20. Oktober hier im Kaufleuten. So, und jetzt kommen wir zu einem Skandal, einer Ehrverletzungsangelegenheit aus St. Gallen. Das heisst, stattgefunden im Facebook. Dort hat also kaufmännische Angestellte, eine junge Stiftin. Oder? Hat einen unbescholtenen Nachbar auf Facebook beschimpft und zwar mit grauenhaften Ausdrücken. Also ich wage es da fast nicht zu sagen. Sag's. Zwei Ausdrücke. Ich bringe es fast nicht über die Lippen. Da hat sie gesagt, er sei ein trauriger Mensch. Jesus Gott. Und als zweites hat sie zu ihm gesagt, er sei ein Säckel. Man muss sagen, da ist dem Richter ein ganz grosser Fisch vom Internetmobbing in die Fänge geraten. Ja. Wenn der Richter nicht zugeschlagen hätte, würde sich in dem Internet Pornografie und Gewalt ausbreiten. Jawohl. Wir wollen es jetzt gar nicht ausmalen. Und sie hat ihn so genannt, obwohl sie ihn gar nicht gekannt hat. Ja. Vielleicht, wenn sie ihn kennt, hätte sie gesagt, dumme Wichser. Ja. Aber nur, vielleicht, das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen dann. Und dann hat sie ja noch Glück gehabt, dass sie in dem liberalen St. Gallen verurteilt worden ist. Es hätte ja können sein, dass sie in Wil St. Gallen verurteilt wird. Dort wäre sie gesteinigt worden, oder? Für das. Aber sicher. Und dann hat man natürlich das jetzt müssen. Vielleicht muss man das ja auch gerichtlich untersuchen, wenn man im Säckel sagt, oder? Vielleicht, ich meine, wenn er eunuch ist, zum ja. Beispiel, ja. Ist das natürlich eine Beleidigung, das ist ganz klar. Der Richter hat sie verurteilt zu 1200 Franken Buß und sie muss den Facebook-Status ändern auf verurteilt. Also, man muss abschließen.
Man muss sagen, der Richter ist also zwei Sachen, die wir jetzt nicht sagen dürfen. Nein. Das eine ist eben der Ausdruck von vorher, das darf man nicht sagen. Trauriger. Er ist ein trauriger... Semantiker. Genau. Ja, das ist er. Ja. Gut, dann hat sich in der SP noch irgendetwas da, rein strukturell, innerparteilich. Das passiert dort nur alle 50 Jahre, ja. In etwa, oder? Also dort ist Folgendes passiert. Da haben also junge Aktivistinnen, SP-Aktivistinnen, haben gesagt, sie vertragen das nicht mehr, dass die älteren Feministinnen, die sogenannten SP-Frauen, so ein Gewicht haben. Oder? Also das heisst, die SP hat das gleiche Problem wie wir gesamtgesellschaftlich, nämlich das Problem, das kann man ganz klar sagen, wie das heisst, Jugend. Ja? Das heisst, die jungen SPler wollen also vor der Überwindung vom Kapitalismus zuerst noch den Feminismus überwinden. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Nein, nein, nein. Weil die SP-Feministinnen, die musst du zuerst abschalten, dann musst du sie vom Netz nehmen, dann musst du sie jahrelang runterkühlen. Nicht? Also. Schwierig. Und, meine, du. Also, das Schwierigste ist ja, die SP-Frau nachher in der SP noch zu integrieren. Du, gut, ja, nach dem 16. Genau, ja. Also, wenn das da alles Schwarzer wüsste, dann würde sie sich im Grab umdrehen. Also, wenn sie gestorben wäre, ja, natürlich. Ja. Das ist eine Voraussetzung, ja. Das ist klar. Das ist klar. Jedenfalls, die ganze Affäre wird natürlich in allen möglichen Medien jetzt diskutiert. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen. Ich begrüße Sie zum Kurztag vom Frauenmagazin Feminissima. Junge SP-Frauen wenden sich gegen die älteren Feministinnen in der eigenen Partei. Wir haben so eine traditionelle Feministin von den Sozialdemokraten zum Gespräch eingeladen. Da ist sie, Tanna Mariangela Straumann-Zinsli-Eggenberger. Guten Abend. Und weil die Frau Straumann Zinsli Eggenberger beweisen will, dass der Druck auf die Frauen noch immer vom Mann ausgeht, haben wir so ein Exemplar, noch so einen Exponent heute Abend eingeladen. Ich begrüße den Herrn Harry Hasler. Saletti. Frau Straumann Zinsli Eggenberger, Ihre jungen Parteikolleginnen werfen Ihnen vor, Sie hängen überholte Rollenbilder an, die beide Geschlechter einschränkt. Also, ich habe mein Geschlecht noch nie einschränken müssen. Du weißt, was ich meine. Moment, Herr Hasler, ich will zuerst Frau Zinsli, Straumann Zinsli Eggenberger, das Wort kommen lassen. Kein Problem. Ladies first gibt gute Würst. Was ist genau die Frage? Ja, eben da mit den rollenden Bildern, da, die überholt sind, oder was? Hängen Sie in der Gender-Frage wirklich überholte Rollenbilder an? Nein, wir wollten schon immer, dass Geschlechter zusammenarbeiten. Das SP-Motto lautet «Ja». Das heisst, wir sagen «Ja zum Mann». Das heisst natürlich nicht zu jedem Einzelnen. Wir müssen den Macho-Kapitalismus gemeinsam überwinden. Und das wird Auswirkungen haben auf die Stellung der Frau. Indem wir... Nein, Sie machen jetzt den blöden Macho-Witz über die Stellung der Frau nicht. Hast du jetzt gesehen, wie wir Frau Zinsli diskriminieren? Wenn du nämlich den Kapitalismus überfahren willst, dann kannst du mir ja sagen, wenn ich dann mein Leasing zahle für mein Corvette, oder? Frau Eggimann-Zündel, gibt Ihnen das denn nicht zu denken, dass die jungen SP-Frauen den Feminismus als antiquiert betrachten? Also die jungen PS-Frauen gefallen mir natürlich auch mehr als die Antiquierten. Jetzt sind Sie endlich mal still. Genau, jetzt halten Sie mal endlich Ihre dumme Schnur. Blöde, behaarte Fresse. Sie primitiven Sack. Sie haben recht. Der gute alte feministische Kampf ist nach wie vor nötig und macht auch noch Spass. Das wär's Feminissima gewesen. Guten Abend. Zwei so richtig giftige Schüsseln machen mich einfach heiß. So. Und wir begrüßen jetzt unseren heutigen Gesprächsgast. Er ist erst seit ganz kurzer Zeit Ständerat vom Kanton Bern, aber er ist natürlich schon seit längerer Zeit einer der Schwergewichte von seiner Partei in der Politik, ist lange im Nationalrat gewesen. Und er kommt aus dem, wie gesagt, aus dem Kanton Bern. Er ist auch Unternehmer. Herzlich willkommen, Adrian Amstutz. Herr
Amstutz, herzlich willkommen hier bei uns. Guten Abend. Sie sind ja erst seit kurzem Ständerat. Sind Sie da eigentlich schon im Rat gewesen? Oder gibt es da noch so ein Einführungsritual? Oder wie ist das jetzt eigentlich? Ja, nein, ich bin noch nicht im Rat gewesen. Im Juni fährt das an. Ich gehe nicht davon aus, ich werde orientiert, wie das abläuft. Ja, und da kommen Sie ein Ströschen. Also das ist nicht wie bei den Kindergartenschülern, wo Sie mit dem Täschchen dann hingehen und von der Mutter begleitet werden oder so. Nicht ganz, aber in dieser Form schon. In dieser Form, eben. Ein bisschen feierlich muss es ja, ja dann sein. Eben, ja, ja. Genau. Jetzt, Sie sind ja lange Zeit, Ihre Gegner haben ja immer gesagt, es war ja ein knapper Wahlsieg, aber doch ein Wahlsieg. Und Ihre Partei hat gesagt, wir wollen jetzt ein bisschen den Ständerat erobern. Und dann ist ja immer gesagt worden, der Amstutz, das ist ja so ein Hardliner. Und so einen im Ständerat, ist für Sie eigentlich Hardliner ein Kompliment oder eine Beleidigung? Ja, es ist mittlerweile irgendein Titel, den vor allem Berner Zeitungen brauchen. In Zürich glaube ich weniger. Habe ich auch schon gehört. Da. Aber in Bern ist das offenbar jetzt ein Titel, wo man mir anhecht. Ich kann relativ gut mit dem leben. Ja. In Wirklichkeit sind Sie ganz ein sanfter, eigentlich ein guter Mensch, oder? Ja, würde ich für mich in Anspruch nehmen. Ja, werden genau. Immer als Hardliner, gemeinerweise von den Katz, bin gut zu den Hunden. Ja, ja. Das vielleicht schon, einfach ein bisschen weniger zu den Bundesrätinnen, oder? Ja, je nachdem, was sie erzählen. Eben. Dann, wenn sie ein Seich erzählt, zum Beispiel, oder? Sie haben ja mal gesagt, eben in der Arena, das ist ja legendär geworden. Zu der Frau Sommaruga, was Sie erzählen, ist ein, ich glaube nicht Hurenseich, haben Sie nicht gesagt, oder? Einfach ein verdammter. Würde ich nie sagen. Nein, fertiger Seich. Fertiger Seich. Ja. Da würden Sie in St. Gallen verurteilt wegen dem. Ja, ich meine, Seich ist ja noch ein bisschen verwandt mit Säckel. Ein bisschen. Ja, relativ nach, ja. Ist ziemlich nahe. Ja. Ist relativ nahe, ja. Aber im Berner Oberland sieht man halt, wenn jemand eine Logik erzählt, das ist es eigentlich. Ja. Sie hat ja gesagt, die Türen mit ja zwei... Und da wir ja jetzt im Kindergarten Volksmehrheiten haben für den Dialekt, fühle ich mich natürlich bestärkt, so können zu reden, wenn man den Schnabel gewachsen ist. Also, dass auch Kindergartenschüler zu den Gefettischülern sagen, sie erzählen einen Huren fertigen Seich. Ja, Huren nicht, aber fertigen. Ich bin immer noch bei Ihrem Parteikollegen aus dem Kanton Aargau. Darum kommt mir das Wort immer so. Nein, wir haben ja die Partei nicht nennen. Sorry. Nein. Ich meine, es hat ja... Also die SVP? Ja, natürlich, klar. Ja. Ja. Es hat ja jede Partei so die Gdeppe. Also jede, der Schuss, da ist ja Konkordanz. Das hätte nicht lachen jetzt, bei dem jetzt. Das hätte jetzt ganz ernst. Nein, no, ich kann gut lachen, weil auch die Schweizer Fernsehen hat ein paar, oder? Ja, das hat es genau. Und wir sind zuvorderst bei denen, oder? Das ja, das habt ihr gesehen. Da sind wir auch stolz drauf. Sie haben ja, nein, Sie gelten eben der Hard, sind, bleiben wir mal bei der Klischee, oder? Sie werden als Hardliner bezeichnet und dann, was noch ein weiteres, also das ist eigentlich ein schönes, ist ein Kompliment, werden Sie der Richard Gere vom Berner Oberland, werden Sie genannt, oder? Das ist ja auch ein sexistisch. Finde ich auch. Witz. Ja. Also das ist Sie, die ja eher eben der weiche Typ sind. Sie trifft das ins Innerste. Das ist so. Und ich habe schon eine Klage abgeklärt. Und ich nicht will vorgehen. Ja, das finde ich gut. Ich will Sie unterstützen. Es ist im Prinzip eine Frechheit gegenüber meinem Vater und meiner Mutter, oder? Ja, eigentlich. Weil das könnte ja im Prinzip heissen, dass mein Vater irgendwann... Ein Verhältnis mit dem Richard Gere gehabt. Also mit der Mutter. Mit der Mutter. Wobei, sorry, auch das ist in allen Parteien möglich. Meine, wenn man ja sieht, wer Nachfolger wird bei Ihnen als Nationalrat, das ist ja der Thomas Fuchs. Ja, müsste viel sein. Ja, eben genau. Der ist ja da bei diesen bitter Fortpflanzungen nicht heikel auch. nein, ist schon. Herr Gier hat jetzt schier gesagt, nein, natürlich. Ich werde ja selber immer anzuhören, mir sagt man ja der Leonardo DiCaprio vom Schweizer Frau. Hey. Wir haben heute...
Herr Amstutz, sorry, wir haben heute ein Hardliner-Publikum. Ich will mich doch nicht ein bisschen entschuldigen. Nein, Sie reden ja gern, nicht nur Sie, auch Ihren Grossen. Sie sagen ja, Sie sagen der Mann Blochers in Bern und so. Das sind alles die Klischeesätze. Ihr redet ja gern ein bisschen von der Klasspolitik, oder? Wo ihr immer gegen ankämpfen müsst. Das sind so alles, sind Schweizmüde und Europhil und alles und so. Aber ihr selber gehört ja auch zu dieser Klasspolitik. Ihr seid im Ständerat, ihr seid im Bundesrat, zumindest periodisch. Und trotzdem, ihr gehört zu dieser Klasse. Warum grenzt ihr euch immer von denen ab, die ja eigentlich dazu gehören? Ihr übernehmt ja auch Verantwortung. Oder solltet wenigstens. Ja gut, ihr gehört ja auch zum Schweizer Fernsehen und tut so, wie ihr nicht dazugehört. Ja, das ist richtig. Ja. Das haben wir noch gar nicht überlegt. Also das heisst, wir nehmen, also, dann nehmen Sie, wie wir Billag, nehmen Sie, gut, nein, das führt in eine Sackgasse. Das führt wirklich in eine Sackgasse. Sie sind ja auch ein Unternehmer. Sie haben das Architektur- und Bauleitungsbüro. Und dann sind Sie aber auch noch Präsident von der ASTAG, das heisst der Nutzfahrzeugverband. Richtig, der hat ja. Heute, wären Sie heute für den Tunnel gewesen, für den zweiten Gotthard, wo ja, die selbstverständlich. Ja. Jetzt müsst ihr dort auch noch den Ständerat erobern, oder? Damit ihr das einmal dort durchbringt. Das bringen wir früher oder später schon fertig, ja. Den Tunnel oder den Ständerat? Beides. Beides? Ja. Ihr seid ja mit dem Ziel nicht heikel, oder? Nein. Und zahlt ihr das aus der Parteikasse, oder muss das Volk das zahlen? Nein, der Christoph Blocher zahlt das. Ah, eben, auch. Das ist eigentlich noch einfach, oder? Wenn ihr irgendwo eine Finanzlücke habt, ist der gute Onkel aus Herliberg da. Ja, das ist genau. Das ist. Ja, das ist auf jeden Fall keine Zwangsbesteuerung, oder? Die wir bei ihm machen, wie ihr vom Schweizer Fernsehen gegenüber der Schweizer Bevölkerung mit der Bilanz. Ja, er zahlt das freiwillig. Also bei mir ist das etwas anders mit der Beilage. Ich muss das zahlen. Sie müssen es zahlen, ja. Wissen Sie, was kleine Entschädigung haben wir Ihnen da? Ja. Herr Amstutz, es hätte ja bei Ihnen ganz anders laufen können. Sie waren ja Fallschirmspringer. Und zwar also nicht irgendein Fallschirmspringer, sondern irgendein Fallschirmspringer-Profi. Und da hat es mal eine Zeit gegeben, wo Sie hätten können, eine Stelle annehmen in Dubai. Richtig, ja. Und dort als was arbeiten, als Fallschirmspringer? Als Trainer von der Nationalmannschaft, ja. Dubai hat eine Nationalmannschaft, richtig, Fallschirmspringer. Ja. Genau. Ja. Also ja. In die Wüste gumpen, oder? Ja. Zum Beispiel, ja. Ist aber eine andere Topografie als Berner Oberland. Hätten Sie müssen umgewöhnen? Es ist schwieriger, in die Wüste zu springen, ja, weil die Thermik viel unberechenbarer ist. Ja. Wieso haben Sie diesen Job nicht angenommen? Das ist ein Traumjob. Ja, rein finanziell wäre das wirklich mit 6, 27 wären 100'000 Franken im Jahr sehr viel Geld gewesen. Wow. Gut, heute ist... Aber... Heute ist das auch nicht mehr so viel. Aber wie das so ist, ich habe mit gut 20 geheiratet. Schon? Früher? Ja, also, Frau war noch nicht ganz 20 gewesen, aber... Also, dem hat man früher noch Käfifleisch gesagt. Jawohl, ja, genau. Es ist nach dran gewesen, aber ich würde sagen, es ist das grösste Glück gewesen, was mir hätte passieren können. Bei ihr müsst ihr sie selber fragen. Ja, klar, ja. Ja, es hat nicht jede der Richard Gier vom Berner Oberland, oder? Ja. Und Ihre Frau war froh gewesen, dass Sie da geblieben sind. Vielleicht die SP vom Kanton Bern hätte es gern gehabt, sie wären dort geblieben. Ja, das ist noch interessant jetzt, oder, mit diesen Schwangerschaften. Das war also auch eine Schwangerschaft, die mich abgehalten hat. Und jetzt eine Schwangerschaft, die Ihnen möglicherweise auch noch hilft. Aber die ist von der Schwangerschaft des politischen Gegner. Also Ursula Wyss kann ja nicht antreten oder will nicht antreten im nächsten Herbst. Aber ihr habt noch einen grausamen Gegner, und zwar auch wahrscheinlich einen Psychologen, psychischer Gegner, so ein bisschen, BDP-Ständerat, Ihren Kollegen. Ist das ein bisschen ein Musterwahlkampf, den er da führt, dass er da eure Erz findet, die von euch weg sind, wollen besiegen? Ja, nein, wir kämpfen für uns, wisst ihr. Also wir säckeln wie ein 100-Meter-Läufer an Olympiade. Säckeln? So schnell wie möglich. Säckeln. Säckeln. Zwei Kantone sind heute abgestimmt. Ich muss nicht mehr diskutieren über Dialekt, oder? Nein, nein. Zwei Kantone hat das Volk in der Mehrheit beschlossen, selbst Kindergärtler sollen Dialekt reden.
Also ein grosser Sieg. Ein grosser Sieg, ja. Jawohl. Ein wichtiger Sieg. Ja, aber im Kanton Luzern sind Sie wieder nicht in die Regierung reingekommen. Er muss jetzt nicht. Ja, das wäre so ein schöner Schluss gewesen mit dem Sieg. Es tut mir leid, dass ich das jetzt gesagt habe. Schon wieder nicht in die Regierung reingekommen. Ja. Sie wollen nicht zu der Klasspolitik gehören. Hast du es nicht begriffen? Copy-paste, also, copy-paste. Jedenfalls. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Das war Adrian Amstutz, Berner Oberland. Danke. Gut, und wir kommen natürlich wie immer noch zum Ausblick auf die nächste Woche. Die SP wird bekannt geben, dass sie die SP-Frauen weiterhin brauchen. Weil sie sagen, nachdem sie den Kapitalismus überwunden haben, brauchen sie ja noch jemanden, der die Sauerei wird aufputzen. Und am Eurovision Song Contest 2012 wird die Schweiz von Ricardo Lomengo vertreten. Er hat bereits jetzt 44 Stimmen auf sicher. Danke, das war es. Wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag und sagen zusammen bis dann. Haben eine schöne Woche und tschüss. Ja, merci. Giacomo Müller, Late Service Public, wurde gesponsert von der Mobiliar.